Der 22-jährige Thorsten Bachmann soll versucht haben, in der Halloween-Nacht in einem Horrorkostüm mit Maske die 18-jährige Verena Freiberg zu vergewaltigen. Thorsten Bachmann kann sich an nichts mehr erinnern. Wir verhandeln die Strafsache gegen Thorsten Bachmann, das sind Sie, und wir verhandeln als Schöffengericht, weil Sie der versuchten Vergewaltigung, also eines Verbrechens, angeklagt sind. Die Anklage wird vertreten von Herrn Staatsanwalt Lukas, und als Ihr Verteidiger ist erschienen Herr Rechtsanwalt Hoffmann. Herr Bachmann, nehmen Sie bitte hier in der Mitte Platz. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Thorsten mit Vornamen. Sie sind geboren am 28. Mai 1979 in München. Sie sind Student der Betriebswirtschaftslehre. Das ist richtig, ja. Wie viel haben Sie da monatlich Geld zur Verfügung? Ja, meine Eltern unterstützen mich. Kein fester Betrag, was so anfällt. Nebenbei mache ich noch ein paar Aktiensachen. Ja, da komme ich so, wenn es gut läuft, 2000 Mark. Kann aber auch echt weniger sein. Also gut 1000 Euro sowas. Ja. Vorbestraft? Nein. Ja, Bundeszentralregister, Eintrag, keine Eintragung. Herr Staatsanwalt, dann bitte ich um Verlesung der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund der durchgeführten Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am Morgen des 1. November 2001 stoppte der Angeklagte gegen 1.10 Uhr sein Fahrzeug in dem unbewohnten Hainbuchenweg in München-Grünwald und stürzte sich, verkleidet mit einem Horrorkostüm, auf die Beifahrerin, die Schülerin Verena Freiberg. Er drückte sie trotz heftiger Gegenwehr in deren Sitz, hielt sie fest umklammert und schlug ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Anschließend schob er ihren Slip beiseite und legte sich auf sie, um schließlich mit seinem erigierten Glied in die Scheide der Schülerin einzudringen. In diesem Moment gelang es Frau Freiberg, die Beifahrertür zu öffnen, sich aus dem Auto fallen zu lassen und zu fliehen. Der Angeklagte startete daraufhin seinen Wagen und fuhr davon. Der Angeklagte wird somit der versuchten Vergewaltigung in Tateinheit mit einer Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1, 177 Absatz 2 Nummer 1, 22, 23, 52 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, steht Ihr Mandanten frei, Angaben zum Tatvorwurf zu machen? Will er sich äußern? Ja. Ja, dann erzählen Sie mal. Ja, also, ich kann mich eigentlich an nichts mehr erinnern. Ich war total blau. Völliger Blackout. Wissen Sie, meine Eltern waren verreist und ich habe eine Halloween-Party gegeben. Zu der habe ich auch Verena eingeladen. Ich habe sie am Tag davor im Café kennengelernt mit ihrer Freundin Annika. Also Sie kannten sie zumindest? Ja. Ja. Und was ist dann auf dieser Halloween-Party vorgefallen? Ja, wie schon gesagt, ich habe einfach zu viel getrunken gehabt und ja, so ab 12 Uhr fehlen mir einfach ein paar Stunden. Aber ich weiß, dass ich sie nicht vergewaltigt habe. Und wieso wissen Sie das, wenn Sie sich einerseits an nichts erinnern? Ja, Moment mal. Ich meine, ich vergewaltige doch nicht jemanden und merke es danach nicht mehr. Hatten Sie in der besagten Nacht mit mehreren Frauen Sex gehabt? Nein, kein Sex. Also, es war so, ich bin am nächsten Morgen in meinem Bett nackt aufgewacht. Und naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da alleine eingeschlafen bin. Herr Bachmann, aber ich weiß es wirklich nicht. Was spricht denn dagegen, dass Sie Frau Freiberg hinterhergefahren sind und Sie vergewaltigt haben? Das ist einfach nicht meine Art. So etwas würde ich nie machen. Also ich fasse noch mal zusammen. Sie wissen zwar überhaupt nicht mehr, was Sie in dieser Nacht gemacht haben, aber Sie wissen, dass Sie die Frau Freiberg nicht vergewaltigt haben. Ja. Herr Bachmann, das ist doch nun mal ehrlich, wirklich unglaubwürdig. Ist das da Ihr Kostüm? Ja. Schon, aber es war Halloween. Herr Kollege, was soll denn das beweisen? So ein Kostüm bekommen Sie überall, gerade zur Halloween-Zeit. Herr Kollege, die Frage habe ich nicht an Sie gerichtet. Herr Bachmann, bitte. Was ich ja auch schon erzählt habe, ich bin am nächsten Morgen nackt in meinem Bett aufgewacht. Sprich, ohne dieses Ding am Leib. Das lag da irgendwo daneben am Boden. Das hätte sich jeder ausleihen können. Ja, unsererseits noch Fragen? Keine weiteren Fragen. Keine Fragen. Verteidiger? Dann nehmen Sie bitte wieder neben Ihrem Herrn Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, bitte die Zeugin Verena Freiberg. Zeugin Freiberg, bitte. Frau Freiberg, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Als Zeugin muss man vor Gericht die Wahrheit sagen, das wissen Sie. Ja. Es könnte auch sein, dass Sie vereidigt werden. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien. Okay. Sie heißen Verena mit Vornamen. Sie sind 18 Jahre alt. Ja. Sie leben bei Ihren Eltern in München. Mhm. Ja. Sie sind Schülerin in der 12. Klasse Gymnasium. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Frau Freiberg, der Angeklagte bestreitet, dass er Sie überfallen hat. Warum sind Sie sich so sicher? Sie haben das ja bei der Polizei ausgesagt, dass es er war. Aber ich hab ihn doch erkannt. Sie haben ihn erkannt? Ja, schon. Also, er hatte das Kostüm. An seinem Gesicht habe ich nicht gesehen. Ist das das Kostüm? Wird bei der Gelegenheit in Augenschein genommen? Ja. Frau Freiberg, Sie haben einen Mann in einem bodenlangen Kostüm mit einer Vollmaske auf dem Gesicht gesehen. Wie können Sie sich so sicher sein, dass es der Angeklagte war?
Weil es sein Kostüm war. Er hat es schon den ganzen Abend an. Und außerdem, er hat mich doch angerufen und seine Nummer stand im Display und sein Name. Und sein Auto war es auch. Sie haben also mit ihm gesprochen. Haben Sie seine Stimme dabei erkannt? Ja. Der Empfang war ein bisschen schlecht. Das war mit dem Handy und dann im also Auto hat er nicht mehr viel gesagt. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas an dem Mann aufgefallen? Nein, er hat halt das Kostüm an. Also jetzt fangen Sie einfach erst einmal von Anfang an zu erzählen an. Sowas um eins wollte ich nach Hause gehen, weil ich noch die letzte U-Bahn kriegen wollte. Und ich habe überall nach Annika gesucht, meiner Freundin. Und dann konnte ich sie nirgends finden und bin dann alleine losgegangen. Dann sind Sie alleine nach Hause gegangen? Ja, und wohin? Dann kurz nachdem ich losgegangen war, hat mein Handy geklingelt. Und da war Thorsten dran. Und er hat gemeint, er hätte gesehen, wie ich alleine losgegangen bin und wollte wissen, ob er mich nach Hause fahren kann. Ich habe mich auch zuerst darüber gefreut. Dann, klar war ich froh. Wie ging es dann weiter? Dann ist er mit dem Wagen gekommen. Und ich bin eingestiegen und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, weil er immer noch dieses Kostüm anhatte mit der Maske. Und dann sind wir auch zuerst in eine ganz andere Richtung los. Aber ich kenne mich in der Gegend nicht so gut aus und habe gedacht, er kennt eine Abkürzung. Und dann irgendwann hat er angehalten und ist über mich hergefallen. Frau Freiberg, haben Sie an dem Abend Alkohol getrunken oder ist Ihnen aufgefallen, dass der Fahrer des Fahrzeuges alkoholisiert war? Ich habe ein Glas Sekt getrunken, danach nur noch Wasser und er hat schon ziemlich nach Alkohol gestunken. Also jetzt lassen Sie uns aber noch mal auf die Situation zurückkommen im Auto. Ich weiß, es ist für Sie schwierig, gerade vor fremden Menschen, aber erzählen Sie uns, was dann im Auto passiert ist. Als er den Wagen angehalten hat, da wollte er mich plötzlich umarmen und begrapschen und auch küssen. Und ich habe mich dann weggedreht und wollte ihn von mir halten. Und dann hat er mir eine runtergehauen und meine Lippe hat angefangen zu bluten. Und ich habe ihn angeschrien, ich habe gesagt, er soll aufhören. Frau Freiberg, wir machen das wirklich nicht, um Sie zu ärgern. Aber bitte schildern Sie uns genau, was dann passiert ist. Dann hat er meinen Rock hochgeschoben und den Mantel aufgerissen. Und hat mich immer mehr begrapscht und hat versucht, meine Beine auseinanderzudrücken. Und dann irgendwann hat er sich auf mich gelegt und ich habe gespürt, dass sein Glied erregiert war. Und er hat es versucht, in mich einzuführen. Und ich habe dann irgendwann die Wagentür aufgemacht und bin einfach raus und bin nur noch gerannt. Am nächsten Morgen habe ich dann alles meiner Mutter erzählt. Ist Ihnen bei dem Täter sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein, er hatte immer diese Maske auf. Noch Fragen? An die Zeugin, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bleibt die Zeuge nach 61 Ziffer 2 StPO als Geschädigte unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte hier hinten Platz. Herr Seelhoff, als nächstes bitte die Zeugin Annika Moser. Zeugin Moser, bitte. Frau Moser, nehmen Sie bitte auch hier vorne Platz. Scott. Sie wissen, dass man als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen muss. Ja. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien. Sie heißen Annika mit Vornamen, Sie sind 18 Jahre alt, ledig Stimmt. wahrscheinlich, ja. Schülerin. Sie leben in München bei Ihren Eltern. Mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert. Sie wissen ja, worum es geht. Es geht um diese Halloween-Party. Da waren Sie auch? Ich war auch da, ja. Mhm. Was ist denn an dem Abend nun genau gewesen? Ja, also die Verena und ich sind halt so circa 21 Uhr angekommen. Und ja, da ich halt eher der Partygänger bin, bin ich halt sofort mitten in die Party reingesprungen. Ne? Und Verena wie üblich halt blöd in der Ecke. Und ich kann es halt echt nicht ab. Auf jeden Fall habe ich es dann auch aus den Augen verloren. Den Angeklagten haben Sie denn auch aus den Augen verloren? Ich meine, er war der Gastgeber. Ist doch logisch, dass man den ab und zu mal sieht. Mhm. Frau Moser, wollen Sie damit sagen, Sie können bezeugen, dass der Angeklagte zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts zu Hause war? Ja, wir waren zusammen. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie mit Frau Moser zusammen waren? Ja, natürlich war sie da. Aber wie schon gesagt, Annika, bist du sicher, dass sie das Haus zwischen 1 und 2 nicht verlassen hat? Ganz sicher. Können das ist eine Frage. Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Na ja, gut, wir haben halt ein bisschen miteinander rumgemacht. Also um es grob zu sagen, wir waren miteinander im Bett. Und der war so hackedicht, der Typ. Also Wahnsinn. Das hat überhaupt nicht mehr gecheckt irgendwie. Na gut, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein Problem natürlich. Bei der Polizei hatten Sie davon kein Wort gesagt. Da hatten Sie eigentlich was anderes zu Protokoll gegeben. Ja, wissen Sie, ich habe ja einen Freund und es war mir halt ziemlich peinlich. Außerdem war mir zu dem Zeitpunkt die ernste Lage noch nicht klar.
um es jetzt hier zu sagen, ich meine es sehr wichtig, der hätte an dem Abend bestimmt niemanden mehr vergewaltigen können. Da bin ich mir wirklich klar. So dicht wie der war. Und das sollen wir Ihnen jetzt glauben, Frau Moser? Das kann man mir glauben, das ist die Wahrheit, ja. Ist Ihnen denn... Wir waren zusammen. An ihm irgendetwas speziell aufgefallen? Naja, doch. Kann man schon sagen, doch. Ja, und was? Ja, eins muss man ihm lassen. Also einen süßen kleinen Schmetterling auf dem Hintern hat er schon. Ja, das ist richtig. Wollen Sie ihn sehen? Also beim besten Willen, Herr Bachmann, den werden wir uns jetzt nicht anschauen. Noch Fragen an die Zeugin? Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Keine Fragen. Dann wird verzichtet, denke ich. Dann bleibt die Zeugin nach 61 Ziffer 5 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie da hinten bitte Platz. Herr Seelhoff, den Zeugen Herbert bitte als nächstes. Der Zeuge Herbert, bitte. Herr Herbert, nehmen Sie bitte hier vorn Platz. Sie wissen, dass man vor Gericht als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Sie könnten auch vereidigt werden. Zunächst bräuchte ich Ihre Personalien. Sie heißen Daniel mit Vornamen und Herbert mit Nachnamen. Das ist richtig. Wie alt sind Sie? 21. Von Beruf? Mediengestalter. Und Sie wohnen in Grünwald? Das ist auch richtig. Ledig? Ja. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Das ist richtig. Wir sind nur halt eben schon ewige Schulfreunde. Mhm. Bei der Polizei hatten Sie gesagt, bester Freund? Ja. Kann man so sagen. Sie hatten bei der Polizei ja auch schon gesagt, dass der Angeklagte an diesem Abend, an diesem besagten Abend, die Halloween-Party nicht verlassen hat. Das ist richtig. Ich verstehe sowieso nicht, warum ich hier sitze. Ich hatte eigentlich einen Flug gebucht nach Südamerika, musste den deswegen extra umbuchen. Also. Ja, Sie sitzen deswegen hier, weil der Strafprozess ein mündlicher ist. Das heißt, es muss alles mündlich erörtert werden und nicht das, was in den Akten ist, zählt. Deswegen müssen Sie uns alles noch mal heute erzählen. Können Sie sagen, dass der Angeklagte diese Halloween-Party nachts zwischen 1 und 2 Uhr nicht verlassen hat? Naja, da ist halt eine Sache, aber... Was für eine Sache? Das mit dem Auto, aber das kann sich natürlich auch sein, dass der Thorsten... Ja, ich will ihn hier nicht belasten. Was war denn mit dem Auto? Ja, das Auto stand... Thorsten, es tut mir echt leid, ich muss es hier einfach erzählen. Das Auto stand am Abend in der Garage und am Morgen stand es woanders. Und wo stand es am Morgen? Draußen auf der Straße. Und mehr haben Sie aber nicht gesehen. Nein, aber vielleicht klärt sich das auch alles auf, aber ich wollte es hier einfach noch mal anbringen. Fragen an den Zeugen? Keine Frage. Staatsanwalt, Herr Verteidiger, Verzicht auf Vereidigung. Bleibt der Zeuge nach 61 Ziffer 5 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen auch Sie wieder da hinten Platz. Richter, kann ich dann bitte gehen? Ich muss dringend meinen Flug nach Südamerika nehmen. An uns soll es nicht scheitern. Nein, Flug. Sehen Sie doch. Sehen Sie doch, er hat diese Narbe. Sehen Sie, diese Narbe. Das ist genau die Narbe. Nehmen Sie mal wieder vorn Platz, bitte. Und Herr Herbert, Sie bleiben doch noch da und setzen sich auch da hinten hin. Sie setzen sich da hinten hin. Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen? Ja. Was hat es denn auf sich mit dieser Narbe? Das ist die Narbe von dem Schwein im Auto, der mich vergewaltigen wollte. Vielleicht hat er eine Narbe. Sie sind jetzt ruhig. Sie haben bisher überhaupt nichts gesagt von der Narbe. Ich habe gedacht, es gehört zu diesem Kostüm dazu. Und jetzt sehe ich genau diese Narbe hier wieder. Das ist dieselbe. Das ist genau die Narbe. Das ist genau dieselbe Narbe. Das ist eine riesige Narbe. Schauen Sie sich die an. Machen Sie mal den Ärmel hoch. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Herr Bachmann, haben Sie eine Narbe? Nein, stimmt nicht. Kann ich auch noch was sagen? Eins nach dem anderen. Fragen an die Frau Freiberg. Keine. Bleibt sie weiterhin als geschädigt nach 61 Ziffer 2 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie bitte wieder da hinten Platz. Herr Herbert, möchten Sie uns vielleicht noch irgendetwas mitteilen? Warum sollte ich denn? Ja, du bist so ein Schwein. Ja, echt, komm. Frau Freiberg, verpiss dich doch. Echt. Frau Freiberg, bei allem Verständnis für Ihre Erregung, aber das ist hier weder Schmierentheater, noch haben wir Faustrecht. Also beruhigen auch Sie sich wieder. Dem Ganzen entnehme ich nun aber, dass ich die Beweisaufnahme schließen kann. Herr Staatsanwalt. Ja. Herr Herbert, Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Wachtmeister, bitte. Es besteht der dringende Tatverdacht der versuchten Vergewaltigung. Außerdem besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr. Herr Staatsanwalt, dann bitte ich um Ihren Antrag. Ja. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Die Hauptverhandlung hat ergeben, dass nicht der Angeklagte, sondern der Zeuge Herbert versucht hat, die Geschädigte zu vergewaltigen. Darum werden wir uns wohl in einem neuen Verfahren zu kümmern haben. In jedem Fall konnten wir dem Angeklagten die Tat hier nicht nachweisen. Weitere Ausführungen erspare ich mir. Ich beantrage, den Angeklagten freizusprechen. Danke, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Die Verteidigung begrüßt es natürlich, dass der Staatsanwalt nicht nur sich, sondern auch uns weitere Worte und
Ausführungen hier erspart. Bei ausreichenden Ermittlungen hätte sie uns eventuell auch die heutige Verhandlung ersparen können. Der Antrag muss natürlich gleichlautend auf Freispruch gehen. Vielen Dank. Danke. Herr Bachmann, Sie können sich auch noch verteidigen, aber Sie haben das letzte Wort von Urteil gesprochen. Danke, aber ich weiß eigentlich echt nicht. Ich meine, klar bin ich froh, dass es nicht gewesen sein muss. Aber dass der Daniel, vor allem wenn es stimmt, ich meine, er hat ja versucht, mir das in die Schuhe zu schieben. Also, Entschuldigung, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Komm, ey, dir ging's doch total gut, ey. Du warst doch hier immer das kleine Küchchen zu Hause. Was habe ich dir eigentlich getan? Immer Frauen, mal. Tolle Autos. Ja, du hast mein Leben ruiniert. Komm, mit dir will ich echt raus. Ach. Herr Herbert, Sie werden in einem anderen Verfahren noch mal das letzte Wort haben. Jetzt hat Ihr Ex-Freund, denke ich, ja? Der Herr Bachmann. Wollen Sie noch was sagen? Ja, da ansonsten gibt's nichts mehr dazu zu sagen. Zieht sich das Gericht zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Thorsten Bachmann wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Bitte nehmen Sie Platz. Narben spielen die Hauptrolle in diesem Fall. Und Narben bleiben ein Leben lang. Das gilt genauso für die schmerzlichen seelischen Narben bei der Frau Freiberg aufgrund dieser schrecklichen Nacht zum 1. November. Das gilt umso mehr für die verräterische Narbe auf dem Unterarm des Herrn Herbert. Sie dagegen, Herr Bachmann, Sie haben in diesem ganzen Fall höchstens eine Nebenrolle gespielt, die des Bauernopfers. Sie waren nämlich überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendjemand zu vergewaltigen. Sie waren nicht mehr in der Lage, überhaupt auf ihr Handy und auf ihr Auto aufzupassen. Aber es gab jemand, der konnte damit was anfangen. Der hat nämlich genau gewusst, dass die Frau Freiberg zu Ihnen gerne ins Auto steigen würde. Und das hat er ausgenutzt. Es war genau der, der diese Narbe hatte. Und wir alle, denke ich, sehen Sie mit Genugtuung hier in Handschellen. Sie wollten sich endlich das nehmen, was sonst immer Ihr Freund bekam. Sie wollten endlich nicht mehr die Nummer zwei sein. Und Sie waren sich nicht zu schade, dabei den Eindruck zu erwecken, er sei es gewesen. Viel schäbiger geht's kaum. Sie jedenfalls waren es definitiv nicht. Und deswegen waren Sie frei zu sprechen. Ich denke, auf Rechtsmittel wird verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig und die Sitzung geschlossen. Ja.